bitte weiter, wie viel Spaß es macht, bei gutem Wetter und ohne Maske spazieren zu gehen. Das ist ein toller Tag. So, wir hatten es ja vorhin gesagt, wir haben eine Art offenes Mikrofon, also es können gerne ein paar Leute, die was zu sagen haben, die sich gerne mal äußern möchten, nachher hier nach vorne kommen, die können sich gerne bei mich wenden. Jetzt hat der Achim erst noch mal eine kurze Ankündigung zu machen und dann wird die Brigitte sprechen. Genau. Euch ist ja sicherlich auch aufgefallen, dass bereits vor Corona eine immer stärkere Verpolizeilichung und eine immer stärkere Einschränkung der Lebensverhältnisse in Deutschland stattgefunden hat. Seit 2018 lässt die Stadt Heidelberg Leute zur Walpurgisnacht nicht mehr auf die Tinkstätte, weil sie Spaß- und Spielverderber sind. Nebenbei hat die Kultur, Brauchtum, alles während der Maßnahmen von Corona gelitten. Deswegen haben wir eine Versammlung angemeldet auf der Tinkstätte in der Walpurgisnacht. Ab 19 Uhr geht's los. Diese Demo dient dem Erhalt und der Verstärkung der Disco-, Feier- und Brauchkultur. Angemeldet ist, glaube ich, von 19 bis 2 Uhr morgens oder so. Keine Ahnung. Die Stadt Heidelberg hat mich gebeten, das doch auf die Neckarwiese oder die Ochsenkopfwiese zu verlegen. Ich habe Nein gesagt. In der Regel sind die Verwaltungsgerichte ja, wenn es nicht explizit um Corona geht, uns sehr zugetan, was die Versammlungsfreiheit angeht. Habt ihr auch mitbekommen, dass ich mehrmals schon vom Verwaltungsgericht mich gegen Sachen gewehrt habe, wie auch, dass ich unzuverlässig sei. Nein, ich bin verwaltungsgerichtlich bestätigt, zuverlässig. Und in diesem Sinne bin ich da frohen Mutes, dass eine eventuelle Ortsänderung per Verfügung von der Stadt Heidelberg auch abgeschmettert wird. Ja, das ist die indoktrinierte Jugend. Ansonsten habe ich Erfreuliches vom Amtsgericht mitzuteilen. Wie ihr alle wisst, findet ja Zensur in Deutschland niemals statt. Nein, 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 nein. Die Politiker ruhen sich dabei darauf aus, dass ja sie selbst nicht zensieren. Nein, sie machen das ja viel besser in Deutschland. Sie haben die Privatwirtschaft als ihren erweiterten Arm, der strikt und stur die Meinung der Exekutive durchzusetzen hat. Dabei gibt es auf YouTube ja die Richtlinie zu medizinischer Fehlinformation, wo fast wörtlich drin steht, dass alles gelöscht und illegal ist auf YouTube, was der Meinung der Exekutive widerspricht. Da steht nämlich, dass Aussagen, die der WHO oder lokale Gesundheitsbehörde sind, die Exekutive widerspricht, dass das gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. Und damit wird auf YouTube de facto nicht erlaubt, etwas anderes zu tun, als der Regierung nach dem Maul zu reden. Aber selbst das reicht YouTube nicht. Sie sperren auch Beiträge, wo man nicht der Regierung widerspricht, wo man explizit darauf achtet, dass man eben die Aussagen, die gerade so noch irgendwie auch mit Regierungsdaten übereinstimmen, dass man die tätigt. Auch diese Beiträge werden gelöscht, gesperrt. Beiträge wie von Herrn Dr. Gunter Frank, auch jetzt bei Ali passiert. Aber das Schöne ist, wir haben hier die Amtsgerichte auf unserer Seite.
Ich habe mir das natürlich nicht gefallen lassen. Ich habe ein teures Hobby mir zugelegt. Das heißt, mit Menschen verklagen, die mir auf die Eier gehen. Ich gehe denen zurück auf die Eier. Und habe da eben, das nennt man einen Antrag auf den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Google Ireland Limited gestellt, das YouTube in Deutschland betreibt. Und habe dort gefordert, dass meine Sperrung aufgehoben wird und die Löschung aufgehoben wird der Videos. Denn wenn man erstmal eine erste Verwarnung hat, dann kommt man direkt zur ersten, oder eine erste Warnung hat, dann kommt man direkt zur ersten Warnung. Dann steigert sich das immer, man wird immer wieder längere Zeit gesperrt, kann nichts hochladen in der Zeit. Und irgendwann wird der komplette Kanal, auch Videos, die nicht gegen die Richtlinie verstoßen haben, gelöscht. So geschehen für die Grundgesetz-Guerilla in Rauenberg. Und das wollte ich nicht wiederholen und habe dementsprechend von Anfang an gegen den ersten Verstoß auch Widerspruch eingelegt. Heute, also beziehungsweise YouTube hat dann auch eingesehen, dass meine Videos nicht gegen die Richtlinie verstoßen und hat dann versucht, klammheimlich die Löschung zurückzuziehen, die Sperrung zurückzuziehen und dann noch dem Gericht aufgefordert, meinen Antrag zurückzuweisen. Dazu muss man wissen, so ein Antrag hat extrem hohes Prozesskostenrisiko. Wir reden hier von 3.000 bis 4.000 Euro, wenn man verliert, die man komplett zahlen muss. Und dementsprechend möchte ich natürlich gewinnen. Und die kleinen juristischen Saukerle von Google haben doch ernsthaft versucht, dann noch irgendwie zu sagen, ja, mein Antrag, also das ist hier das Dokument, das sie an das Gericht geschickt haben, 20 Seiten Grütze, wo sie irgendwie versuchen darzulegen, dass jetzt ja mein Antrag unzulässig sei, unbegründet sei, weil sie haben ja schon alles zurückgezogen. Und absolut absurdeste Sachen. Ich war sehr froh heute, war die Verhandlung vor dem Amtsgericht dazu. Die Kammer unter der Vorsitzende hat sehr schön ausgeführt, dass er diese Argumente von Google nicht zählen lässt, dass eben wir haben eben beantragt, da ja Google klein beigegeben hat, die Sache für erledigt zu erklären. Und Google hat, nachdem sie gesehen haben, dass der Richter ihrer Argumentation nicht folgt, dass ganz offensichtlich ist, dass YouTube ja auch selbst eingesehen hat, dass ihre Löschung rechtswidrig war, weil sie ja schon vor Prozess zurückgenommen haben. In diesem Sinne war davon auszugehen, dass wir den Prozess gewinnen. Google hat sich darauf verständigt, unseren Antrag auf Erledigung anzuerkennen und damit die kompletten Gerichtskosten zu tragen. Das bedeutet konkret, dass ich jetzt wieder einen Freischuss habe. Das heißt, ich darf jetzt ein YouTube-Video erstmal gelöscht bekommen und kann weiterhin noch hochladen, bevor dann beim nächsten Schritt erst wieder überhaupt Sperrungen des Kanals kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, dass das Ding ist, es machen viel zu wenige, dass sie sich dagegen wehren. Und das muss man auch auf Facebook machen, das muss man auf jeder Plattform machen. Denn wir müssen Mehrheiten erreichen. Es gibt sicherlich viele von euch, die gucken gar nicht mehr auf YouTube, weil sie sich sagen, da finden sie eh keine kritische Berichterstattung. Und da stimme ich euch zu. Aber wir brauchen den Einstieg. Wir brauchen die Einstiegsdroge für die Normalos, die noch nicht hier mit uns auf der Straße sind. Und da ist es essentiell wichtig, dass wir auf den Mainstream-Plattformen vertreten bleiben, dass Leute uns auch finden können. Jetzt wäre normalerweise in einem funktionierenden Rechtsstaat, wäre das Amtsgericht in erster Instanz erstmal zuständig für ein solches Video, aber die Richter in Amtsgerichten haben keinen Bock darauf. Das zeigen sie auch ganz eindeutig, denn an einem Amtsgericht werden Sachen nur verhandelt bis zu einem Streitwert von 5.000 Euro. Was machen die Amtsrichter also? Die schütteln sich Pi mal Daumen aus der Hand raus, dass meine Videos, die ich hier mit der Kamera, die hier steht, einfach nur aufnehme, die ich danach selber editiere und hochlade auf einen nicht kommerzialisierten Kanal, die behaupten dann einfach, diese Videos, die haben einen Streitwert von 10.000 Euro. Und
damit zu vermeiden, dass sie sich mit der Sache befassen müssen. Denn am Amtsgericht kann jeder ohne Anwaltszwang Klage erheben, Anträge stellen. Am Landgericht braucht man dafür einen Rechtsanwalt. Am Amtsgericht könnte man das ohne machen. Ich bin in diesem Sinne auch dann sehr froh, dass das Landgericht Mannheim jetzt den Streitwert für 2 Videos auf 6.000 Euro festgelegt hat. Unter 5.000 Euro können sie nicht gehen, weil ansonsten müssten sie sagen, sie sind unzuständig und sie wollten sich da nicht mit dem Amtsgericht beefen, ob das jetzt falsch eingeschätzt hat. Aber im Endeffekt bedeutet das für alle Menschen, die in der Gerichtsbarkeit des Landgerichts Mannheim wohnen, Heidelberg hat sein eigenes Landgericht, also hier nicht, aber in Schwetzingen, Brühl, den ganzen Käfer da, dass sie direkt ans Amtsgericht Schwetzingen gehen können und nicht ans Landgericht gehen müssen, wenn sie sich auf mein Urteil berufen. Das ist schon mal sehr gut, also für Leute, die YouTube-Kanäle haben, ich weiß nicht, wie viele das hier sind, wenn das betrifft. Genau, sonst wollte ich noch Demos ankündigen, wenn ihr schon immer mal so richtig schön gegen Ungeimpfte hetzen wolltet, weil ihr es langweilig findet, hier auf dieser Seite zu sein, wo man sich mit Argumenten auseinandersetzen muss, wo man nachdenken muss, wo man differenziert sein möchte. Wenn ihr die Welt einfach mal wieder einfacher haben möchtet, haben die Solidaria in Mannheim eine Demo angemeldet. Am Samstag, den 16. um 15 Uhr und am Samstag, den 23. in Speyer ebenso um 15 Uhr. Genauere Infos findet ihr auf solidaria.de. Und ansonsten, genau, nochmal der Hinweis, Tingstätte, 30. Walpurgisnacht gegen Grünes Gaga in Stuttgart am 7. Und die nächste Demo in Karlsruhe am Samstag jetzt um 14 Uhr auf dem Marktplatz. Wie viel Uhr? 14 Uhr auf dem Marktplatz in Karlsruhe. Da. Keine Satire-Demo mehr, oder? Erstmal sind die Solidarier jetzt nach Mannheim. Speyer, damit dort auch natürlich die Regierung beklatscht werden kann und dann kommt es bestimmt mal wieder nach Heidelberg zurück. Danke sehr!